Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge RIM. So, weiter geht's. In der letzten Folge hatten wir ja hier ein bisschen erkundet. Und ich habe da einen Eingang gesehen, bloß ich habe keinen Plan, wie ich denn da reinkommen soll. Da hinten? Ich weiß es nicht. Ich habe schon ewig viel rumprobiert und so, aber ich komme da einfach nicht rein. Vielleicht kommen wir da später hin. Vielleicht kriegen wir irgendwelche komischen Attribute später, dass wir hier mehr nutzen können oder so, oder vielleicht uns Wege frei machen können, dass wir dann dort reinkommen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal durch diesen goldenen Eingang. Der goldene Eingang, Leute. Oder das goldene Tor sozusagen. Also sieht auf jeden Fall golden aus, wenn es von der Sonne angestrahlt wird. So, schauen wir doch mal. Ich denke, wir müssen darüber, oder? Aber da werden wir jetzt wahrscheinlich hundertprozentig nicht rüberspringen können. Okay, wir springen jetzt einfach mal. Wow. Viereck. Was können wir jetzt hier machen? Okay, wir müssen jetzt irgendwas. Okay, wir können es in verschiedene Richtungen schieben. Ich habe keinen Plan, wo wir es hinschieben müssen. Und es wird auch schon wieder so komisch dunkel hier. Ich sehe hier gar nichts. Ich muss mal schauen, ob ich nicht die Helligkeit ein bisschen höher drehen kann. Helligkeit. Genau. Ich mache es jetzt mal ein bisschen höher. Ist zwar für euch ein bisschen hell vielleicht, aber es ist wirklich sonst zu extrem. Okay, ich sehe schon, glaube ich. Ich sehe schon. Wenn es euch zu hell ist, Leute, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann kann ich es auch wieder ein bisschen zurückstellen. Für mich ist es jetzt ein bisschen leichter. Okay, da kommen wir immer noch nicht hoch. Kommen wir immer noch nicht hoch. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie den Wasserpegel hochdrehen müssen. Weil nämlich hier sieht es nämlich aus, wenn es so eine Art Wasserfontäne wäre. Aber wie? Wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Ich stehe schon wieder einfach komplett auf dem Schlauch gerade. Da sieht es doch nicht schlecht aus. Okay, doch kein Wasserpegel hochdrehen. Haben wir schon wieder zu kompliziert gedacht. Okay, das bringt jetzt eigentlich nichts. Ich muss erstmal das andere Ding da hinschieben. So, ich denke mal genau hier hin. So, dann schauen wir doch noch mal durch. Andi. Okay,
versuchen wir mal so. So. Und weiter geht's. Wow. Kein versperrter Durchgang. Okay, lass mich mal schnell durchgucken. Okay, verstehe. Muss ich denn hier? Ich kann von der anderen Seite gar nicht durchgucken, oder? Warte mal, was kann ich denn hier machen? Ich muss irgendwie den hier darüber bringen. Weil man könnte jetzt rein hier in die Richtung gucken, dass man da unten das aufmacht. Aber wie kann ich denn diesen... Hä?
Vor allem, was hat dieser hier zu bedeuten? Was hat denn der hier zu bedeuten überhaupt? Mit dem kann man eigentlich gar nichts machen. Okay, kein Plan. Oder muss ich dann das Teil wegdrehen? Drehen wir das einfach mal weg. Nee, warte mal, drehen wir es mal so rüber. Kann ich dann von der Seite durchschauen irgendwie? Geht nun die zwei Richtungen. Ich habe keinen Plan, Leute. Fehlt dieses Teil. Na, wir können ja auch nichts machen, oder? Nee, wir können ja auch nichts machen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie lösen kann. Ich verspreche es, ich schaue auch nicht bei YouTube oder so nach. Ich will es ja selber lösen können. Und wenn ich glaube, dass ich die Lösung gefunden habe, machen wir auf jeden Fall weiter. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen rumprobieren, weil ich will ja nicht hier stundenlang, wenn ich da stundenlang zuschaue, wenn ich hier...
dass ich mir jetzt stundenlang zuschaue, wie ich hier rumprobiere oder sonst irgendwas. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.